und herzlich willkommen zu einer neuen XXL-Farm-Folge auf der Marschfelderland mit dem Varuna. Hallöchen, Tigerfarm. Ich sehe schon dein Schmunzeln im Gesicht. Über den 8R. Weißt du das? Na, bei einem 8R kann man ja nur glücklich sein, oder? Hallo? Ist ja okay. So, letztes Mal habe ich gewonnen. Warte mal, ich guck mal gerade, ob wir den Servicewagen schon haben. Ne, haben wir nicht. Den kannst du mal gerade mitnehmen. Ich lasse einen Standard. Den mieten, kaufen wir aber gleich. Den bräuchte man nur hinten am Feld bei meinem Drescher. Bei meinem auch. Ja. Denk nicht nur an deine eigenen. Ich hätte jetzt gesagt, du hast so ein schönes Fahrzeug. Du kannst ja erstmal Stroh abfahren. Hä, was haben wir denn da hinten angepflanzt? Och, ja, ist. Ja, sorry. Das machst du extra. Nee, was haben wir denn angepflanzt? Sojabohnen, verdammt. Ich dachte, wir hätten da Dings da. Roggen, damit wir Mehl produzieren können. Hey, war wohl so nix. Da auf unserem eigenen Feld haben wir Roggen. Ah, stimmt, beim Hof. Also. Ich kann es vergessen. Ich wurde eben einfach rausgekriegt von Windows. Finde ich schlimm, sowas. Okay. Gut, dann kommst du, um mich zu reparieren, und dann können wir Ganze abfahren. Boah. Dankeschön, dass du so nett bist. Wegen dem John Deere? Finde ich auch. Ich hätte ihn ja lieber selber gefahren. Mach ich dann vielleicht in der nächsten Folge. Dieses Innenleben. Eieiei. Der fährt auch nur 3 und 5. Ja, das ist ein bisschen lahm, da gebe ich dir recht. Also da hätte ich mir auch lieber 63 gewünscht. Klar, weil Fans besser ist. Eigentlich bin ich ja gerade auf dem JCB-Trip. Wo bleibst du denn? Ja, mit 53 km/h. Gleich einen Berg oben. Wow. Nee, ich muss mal repariert werden. Ich fahre nur noch 9. Ja, und ich fahre nur 53. Ist schneller wie 9. Ja, dann kannst du auch nicht erwarten, dass in 10 Sekunden da bin. Oder ein 11. Ja. Was machen wir mit den Sojabohnen? Diesel? Kann man die in Diesel werfen? Ja, Raffinerie. Ganze Sojabohnen oder. Warte mal. Doch. Da kannst du Diesel herstellen. Dann Sojabohnen in Raffinerie. Oder nee. Wir machen was anderes. Wir machen Sojamilch. Sojamilch können wir machen. Wie viel bringt das? Hab ich noch. Guck lieber du, bevor es wieder ein Leck gibt. Ja, ich fahre lieber erstmal zu dir. Dann können wir weiter. Ach, da kommt er. Warte. Warte, Drescher noch. Gut, danke schön. Bitte.
Den Anhänger kannst du ja unten stehen lassen. Muss man nachher deinen Drescher auch noch herholen. Ich lass ihn hier stehen. Aus Frust. Kannst den Traktor ja zurücksetzen. Musst du nicht wieder hinfahren. Zum Hof. Bei mir hat es gerade ein Ultraleck gegeben. Keine Ahnung warum. Bei mir nicht. Bei mir aber. Ja, wieder mit 53 zurück zum Hof gehoben. Ich meine ja, du kannst ja den zurücksetzen und dann bist du beim Shop. Und dann kannst du am Hof den Ladewagen holen. Mhm. Ich würde erstmal das Stroh beim Hof einlagern. Hatte ich auch vor. So. Sojamilchpreis. Schau ich. Müsste, glaube ich, als letztes drin stehen. Nee, aber ziemlich weit hinten steht's. Ich wüsste, welches es ist. Keine Ahnung. Da muss ich halt doch gucken. Ah, kein Leck. Das mit dem Milchglas. 4000. Baum. 4100 steigend. Ach doch, ja, Hunde. Was? Was fahre ich denn eigentlich? Och, Junge. Weiß auch nicht, was du machst. Ja, manche, es ist halt schon dir. Ja. Da ist man verwirrt. Ist halt so. Ist so. Das wird auch lange dauern, bis das Feld hier fertig ist. Also wir bräuchten wahrscheinlich noch jemand, der hier mitmacht. Ja. Weil das ist einfach XXL. Oder wir sagen, wir dürfen Helfer aktivieren. Nein. Bin ich strikt dagegen. Okay. Du hast gesagt, dass vorhin, also in der letzten Folge gesagt, also gestern, dass wir ja alles per Hand. Ja. Ja. Aber willst du jetzt hier weiter dreschen? Ja. Okay, dann drischst du in der nächsten Folge. Ja. Dann fahre ich Stroh ab. Dann muss ich endlich keinen Stroh hier mehr. Der ist sowieso nur gemietet. Habe ich mir schon gedacht. Wollte jetzt keine 400.000 ausgeben für einen John Deere. Weil John Deere scheiße. Nein. Doch. Nicht lügen. Lügen darf man nicht. Das ist keine Lüge, das ist reine Wahrheit. Ach was. Wie voll bin ich denn eigentlich schon? 80%. Kommst du mal zum Abfahren? Oder soll ich selber? Selber. Okay. Ich muss ja hier Stroh abfahren. Stimmt, mit dem guten John Deere. Habt ihr sogar extra den mit der kleinsten Motorvariante geholt? Danke. Bitte. Man kriegt hier fast ein komplettes Vorgewende hin. Weil so ja so wenig kommt da raus. Ah, einen Wasserfass wollten wir uns noch kaufen, glaube ich, gell? Hab ich schon gekauft. Haben wir schon? In der vorletzten Folge, glaube ich. Oder vorletzten. Okay. Weiß ich jetzt nicht. Dachte, wir hätten gar keins.
Dann schauen. Nee, haben wir nicht. Hä? Ist doch richtig im Kopf gehabt. Okay. Wobei ich dann wahrscheinlich eher noch eine Dolly nehmen würde. Wie dass wir uns einen LKW kaufen. Mit dem jetzigen Geldstand. Aha. Weil Sojamilchproduktion braucht Wasser und dann sollten wir uns auch einen Wassertrigger irgendwo am Hof platzieren oder so. Weil bei der offiziellen Wasserstelle kostet es Geld. Wo ist die? Auf dem Weg zum zur Sojamilchproduktion. Ach ja. Warum kostet das da Geld? Tja. Keine Ahnung. Das ist doch ein Fluss da. Er kostet trotzdem Geld. Wow. Der wieder mit seinen Vorwärts-Rückwärts-Dingen hier. Sagst du noch einmal dagegen was? Ja? Hey, warum kann ich nicht abtanken? Der tankt mich ab. Ah, jetzt. Manchmal ist der komisch, der LKW. Da kannst du nicht abtanken. Naja. Das ist wie ein John Deere. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie ich diese Folge nennen werde. Schönster Traktor der Welt. Kappa. Nein, rein designtechnisch finde ich ihn schon schön. Nein. Ich schon, mir gefallen die Kanten, die er hat. Nein. Doch. Nein, die gefallen dir nicht. Doch, mir gefallen die. Nein. Wenn ich das sag, dann ist das so, ne? Nee. So, Vorgewinde fertig. Einmal schon abgetankt. Das ist halt das Coole an dem Ideal, dass er 17.000 Liter fasst. 17 Tonnen. Hier wird alles mit Liter benannt, ja? Nein, Tonnen. Nee, hier ist alles Liter. Nee, dann gehe ich jetzt. Tschüss. Hallo. Ich glaube, der muss nächste Folge nochmal John Deere fahren, wenn der jetzt vorher abhaut. So, da bin ich wieder. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Klar. Bin ja nicht schwerhörig. Ja. Haruna? Ja. Was hast du damit zu sagen? Dass ich zweites Vorgewende fahre. Aha. Jo, so ist es. Also, ich würde sagen, wir probieren mal noch ein paar Tage hier ohne Helfer auszukommen, aber ich glaube wirklich, die Gefahr. Das wird irgendwann nicht mehr anders gehen. Irgendwann? Na, im Grunde ist jetzt schon der Punkt, weil ich könnte jetzt auch was Besseres machen. Könnt ihr zum Beispiel auch Ladewagen fahren? So, aber wir sind schon wieder am Ende angekommen. Oh ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Schaut gerne beim Tiger Farm 34 rein. Und bis morgen. Tschüss. Tschüss.